Ja, moin, moin, meine Lieben, hier ist mal wieder die Axt im Walde. Mit Was ist neu in the Forest in der Version 0.34? Ja, hat sich ein bisschen was getan diesmal, nicht allzu viel, da komme ich noch drauf zurück. Während wir hier den Schildkröten zugucken, wie die nicht mehr ineinander kriechen, ja, das ist auch ganz neu in dieser Version. Die Entwickler meinten, die sind hier ständig nur gegenseitig hier am hinten reinkriechen, das tun die jetzt nicht mehr. Ja, während wir hier zugucken, denke ich mir, wir könnten auch hier heißen, Folge 854 von, lass uns mal gemeinsam hier ein paar Blumen weglatschen. Ja, das kommt mir hier manchmal ein bisschen so vor. Schön blumenbesätes Gebiet. Ja, ich denke mir auch, der Baum da hinten, den hat's hier, den gibt's dann auch nicht so lang, ne? Baum, wo kommst du her? Irgendwie kommt mir das hier ominös vor, aber gut, zu den Neuerungen. Die Quadrate. Ja, wir kennen die alle hier, die schwarzen Kästchen hier oben am Rücken vom Kartoffelsack-Mutanten, dem dicken, fetten Kufi hier, ja, in den Höhlen. Die haben die Entwickler jetzt weggemacht, meinte ich. Ich habe die noch nicht gesehen. Ja, die Entwickler meinen, gut, sind jetzt auch weg. Die Knochenrüstung sieht ein bisschen besser aus. Und ganz neu auch bei hereinbrechenden Gebäuden. Ja, das heißt hier, man steht in einem Gebäude drin, das bricht zusammen. Bekommt man hier wirklich Fundamentteile ab? Quasi das Gebäude bricht überein, das Fundament bricht überein herein. Wird man auch sofort getötet? Ja. Das ist aber nicht so, wenn das nur Struktur, Gebäudestrukturteile sind. Ja, das heißt so irgendwo eine Wand, die dann auf einen drauf prügelt oder wo eben einfach kein Fundament involviert ist. Das zieht eben je nach Geschwindigkeit, Beschleunigungstempo beim Aufschlag auf der Spielfigur einfach ein bisschen Energie ab. Ja. Was ich auch auf jeden Fall ganz toll finde, wir gehen jetzt auch mal wieder gucken, Schildkröten sehr alt, nee, hier kriege ich noch eine, da gucken wir ein bisschen. Was ich auch auf jeden Fall, sind meine zwei Highlights hier in dieser Version, ja, was Theorie betrifft, Gegnerzustände in den Höhlen werden hier mitgespeichert. Ja, das heißt, ich gehe jetzt in die Höhle rein, ja, nicht anders als vorher, leg mir ein paar Gegner um, gehe wieder raus, gehe wieder rein und die Gegner bleiben umgelegt. Ja, also die es vorhin getroffen hat. Das ist nicht so, dass hier alles zurückgesetzt wird in den Höhlen. Ja, das ist auf jeden Fall eins von zwei großen Highlights im Theoriebereich. Ja, das zweite sind hier die Haie. Ja, wir kennen die alle, die liegen nicht die, die hier auf dem Strand rumliegen, sondern die, die im Gewässerchen hier drin sind und rumschwimmen und dann einen totbeißen, ja, wenn es mal blöd läuft. Die, ja. Die schwimmen jetzt in unterschiedlichen Wasserhöhen. Ja, das heißt nicht nur oben, hier auf der Wasseroberfläche, wo hier schön Haiflösschen am Rücken hier oben rausragt, ja, sondern schön auch unten tief drin, damit die Mistbiester ja nicht gesehen werden können. Und man kann sie töten. Ich denke mal, das ist hier schon ein bisschen interessant. Es hat 34 Versionen gebraucht. Ich denke mal, die sind hier ab Version 1. Ja, 01 oder 01 B, was das hier gewesen ist. Ich weiß nicht mehr, ja, wo hier die Speicherfunktion hinzukam. Die sind auf jeden Fall recht früh schon drin gewesen. Wir haben hier auf jeden Fall Ewigkeiten gewartet. Die Mistviecher können jetzt getötet werden, was natürlich ein bisschen blöd ist. Denn immerhin im Wasser lässt sich ja keine Waffe benutzen. Ja, das Ganze habe ich ein bisschen getrickst mit der Mod-AP. Ja, das dauert Ewigkeiten, ja, gutes Timing und so weiter, bis der Hai hier Wasseroberfläche und ja, viel, ich sag mal, Millimeter rumspielen auf der Wasseroberfläche, damit man die Waffe hier noch benutzen kann und den Hai auch treffen. Ja, ich hab's dann irgendwann nach gefühlten 3 Jahren habe ich es dann hinbekommen und habe versucht, hier den toten Hai, der hier auf den roten Grund gesunken ist, an Land irgendwie zu bekommen durch Schubsen und ja, irgendwann ist er weg gewesen. Ja. Ich sag mal, vielleicht probiere ich das aus, vielleicht probiert ihr das selbst auch aus. Was weiß ich, finde es aber auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Haie, Mistviecher können jetzt endlich hier getötet werden. Ja, wunderbar. Mein absolutes, sag mal, Komik-Highlight ist hier. Die haben das endlich hinbekommen, die Entwickler. Ja, es gibt keine Zustände für nass und kalt, sobald man hier in Flammen steht. Ja, ich meine, logisch, ne?
Ich sag mal, ich kenne das vorwiegend, kenne ich das aus Multiplayer-Sitzungen. Ja. Du bist hier im Schneegebiet gemeinsam irgendwo unterwegs. Dir ist kalt und was weiß ich und zu Regen hat's auch begonnen und bist ganz nass und die Energie ist hier. Und ja, dann kommt ein Gegnerangriff und plötzlich stehst du hier in Flammen und du denkst dir so, was? Mir ist noch kalt, ich bin noch nass. Warum? Ja, das gibt's hier nicht mehr, das sagen die Entwickler. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das selbst auszuprobieren. Ja. Ist mir soweit jetzt auch bewusst. Oh gut, wir fahren fort. Ja, jetzt zeige ich euch mal, was hier wirklich schick neu ist. Im Überlebensbuch. Ja, dem einen oder anderen wird das gleich mal auffallen. Hier unten gibt's ein nettes hier, so ein Anhängsel, sag ich mal. Ja. Steht hier Press B to close. Ja, das heißt einfach Taste B. Und dann wird das wieder geschlossen. Vorhin hatten wir hier so eine blinkende Anzeige, denke ich mal. So blinkend oder leuchtend, man weiß es nicht genau. Ja, das gab's hier drin. Sieht jetzt auf jeden Fall schick aus. Ja. Und die große Erinnerung, ihr kennt das, wenn man hier auf den Abschnitt geht und dann auf den nächsten Abschnitt, kann das sein, dass wenn hier einer von diesen Tabs, ja, Abschnitten wie auch immer, mehrere Seiten beinhaltet, dass man hier mit diesem Button so unten den kompletten Abschnitt quasi überspringt, ja. Oder auch hier oben. Und damit das, wie hier seht, nicht passieren kann, so einfach, ja, gibt's hier schön rausklappend hier Tabs mit Zahlen dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Da oben mal draufklicken. Da bin ich jetzt auf dem vierten Tab, ja. Funktioniert wunderbar. Ich sag mal, mir gefällt das ganz gut, ja. Sieht hier, ich meine, ich sag mal, ganz analog sieht das nicht mehr aus, ne? Schon ein bisschen digital hier, so ein Digitalbuch. Ja. Mir soll es recht sein. Ja, wir nehmen auf jeden Fall hier als allererster eben den Bogen in die Hand. Ja. Und ich habe hier auch im Inventar habe ich das drin. Hier ein, ich denke mal, das ist so ein Giftpfeil. Ja, da hinten irgendwo so ein Brandpfeil. Ja, und Haufen normale Pfeile. Ich habe hier jetzt irgendeinen Pfeil drin. Keine Ahnung, was das für einer ist. Ja. Ich glaube, hier in dieser Version ist auch neu, dass die Pfeile hier Farben haben, ja. Da werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall, ihr seht das auf jeden Fall jetzt bereits, worum es eigentlich geht. In diesem Beispiel, man muss nach unten gucken. Ja, nach unten gucken und dann kommt hier Taste R. Und wenn ich die drücke, ja, gibt es hier einen anderen Pfeil. Ja, hier so, ich denke mal Standard, ja, Feuerpfeil, Giftpfeil, was weiß ich, ne? Ja, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall ganz neu. Ja, find ich schick. Hier schnell mal mitten im Gefecht mit runtergucken, Taste R, einen Pfeilwechsel durchführen, das ist gut. Ja, so gefällt mir das auf jeden Fall gut. Auch brandneu hier dabei. Ich nehme hier den aufgerüsteten Speer, ja, lege ich mal hier auf die Matte drauf, mache mir hier ein Alkoholfläschchen und nehme auch ein Stopfwätzchen. Und ihr seht das auch gleich mal, da kommt hier so ein Kombinationsrädchen, ja, und oh mein Gott. Das ist hier der Brandpfeil, ja, hier zusammengepappt, wie auch immer, was hier, ich weiß nicht, zusammengebunden, ja. Und den nehme ich jetzt auch mal. So sieht das Ding aus. Und, ja, schickes Teil irgendwie, ne? Fänd das auch spannend, hier ganz transparente Flasche hier, ne? Ich mach mal hier, hier so rüber, ne? Das ist ja eigentlich, hier ist das gut zu sehen. Die ist ja nicht wirklich direkt durchgehend transparent. Also nicht schönes Transparent, so wie hier, ja, ist ja auch keine Whiskyflasche, aber das weiß ich. Ja. Auf jeden Fall probieren wir das auch aus. Ja, wo gehen wir hier hin? Hier, ja. Ja, ein kleines Flämmchen. Ja. Und ihr seht das, Speer ist weg, ja, alles ist weg. Ist hier einfach alles weg. Das heißt, ich muss mir hier den Speer ne neu holen. Ja, Speer neu holen. Und das komplett zusammenpappen. So, wir kommen zur nächsten Neuerung. Ich nehme mal wieder hier einmal Axt und lege das ab. So, dann lege ich das ab. Ja, nee, komm mal. So, ja, jetzt ist gut, ne? So,
Ja, Gärten, das heißt hier so ein kleiner Garten oder auch, haben wir hier nicht, ne? Kommt später, aber jetzt haben wir nicht. So ein Wandgartentopf, ne? Garten und an den Gartentöpfen, wie auch immer, gibt es jetzt hier die Möglichkeit, das, was ich anbauen oder einbauen möchte, dass ich mir das vorher aussuchen kann. Ja, natürlich vorausgesetzt, ich habe das Zeug im Inventar drin. Das heißt, es gibt hier, was ist das? Zwei neue Samentypen. Ja. Aloe Vera Samen und hier Coneflower, den Sonnenhut, ja. Und hier Blaubeerenbusch Samen, den gab es hier vorhin schon. Ja. Das heißt, ich habe alle drei bei mir im Inventar und ich sehe da jetzt, ich gehe hier dran. Und E ist ja eigentlich das Anpflanzen. Es bleibt auch, ja. Und mit R kann ich hier durchwechseln, was ich anpflanzen möchte. Ich habe hier gerade mal, ich denke mal Aloe Vera ist das. Komme ich hier zum Sonnenhut? Warte mal kurz. So. Ja, ist besser zu sehen, denke ich mal. Und Taste R, genau. Hier das, was weiß ich, echt Blaubeerenstrauch, ne? Aloe Vera mit Taste R, ja, durchgeblättert. Und hier so ein Sonnenhut. Ich möchte hier jetzt einen Sonnenhut haben, sagen wir mal. Ja, Taste E. Kommt hier ein Häufchen. Gleich. Ja, da hinten, ne? Zack. Und dann möchte ich hier noch so ein Aloe. Auch ein Häufchen. Und das andere möchte ich auch noch haben. Ja, gut drin ist. Ja, das ist neu. Auch, wie gesagt, möglich mit einem hier Wand, Gartentopf. Ja. Schön, ne? Schön schick. Jo. Und der eine oder andere wird sich jetzt fragen, wozu haben wir hier das Zeug aufgepappelt? Ne? Das ist einfach. Ich baue hier jetzt einfach mal so eine Stachelabwehrwand oder nee, Stachelabwehr, ja, wie auch immer. So eine Wand, ja. Machen wir hier, eine so und eine so, ja. Und jetzt pappen wir jetzt voll. Das dauert ein bisschen. Jetzt ist auf jeden Fall so, ja, ich habe ein paar Baumstämme verbraten und hier eine Wand weggemacht und wieder neu gemacht. Ich bin ja auch drauf gekommen, darum geht's gar nicht. Ja. Ich werde ja eigentlich gerade eben nicht die Wand fertig bauen, sondern eigentlich zeigen, was hier mit der Wand neu ist. Ja, das heißt, sobald man hier Blaupause macht, gibt's hier Neues. Ja, das heißt, hier gibt's nicht wie früher, das nur hier, nur bei den Stachelabwehrwänden ist das möglich. Ja. Da gab es ja vorhin keine Türen oder Fenster. Die haben was ganz was Neues, Spezielles. Ja, mit der Taste R gehe ich ran, als würde ich bei den normalen Wänden hier Fenster oder Türen machen wollen. Ja, und bekomme erstmal hier außen so einen Riegel dran. Ja. Aber ich habe das Ding mal von, ja, vorhin von außen hier links nach rechts gebaut, anstatt als Jawurst. Ja. Und das kann ich mit nochmal einem Tastendruck, ja, in machen hier jetzt. Quasi in oder auch wieder wegmachen. Ja. So, ich mache hier einen so und auf der benachbarten Wand auch einen so. Ja. Und er hat das gesehen, die springen auch gleich. Das sieht hier jetzt von der Blaupause, sieht das auch ein bisschen anders hier aus. Ja, so, die sind höher. Und dann lassen wir einmal so. Ja, das sieht gut aus. Machen wir einen. Ja, dort und da einen machen wir so. Ne? Nee, das sieht nicht gut aus. So. Ja, das sieht gut aus. So. Ihr seht das auch hier. Steht auch überall so ein Zacken hoch. Ne? Und jetzt geht's mal los. Und ich sag mal, bis gleich. Jetzt wird's ein bisschen dauern, bis das fertig ist. So, und jetzt ist das an und für sich auch bereits fertig. Ja, so sieht das aus. Ja, ihr wisst, wir haben hier einen dort gemacht, zwei hier zusammengepappt und einen hier draußen. Ja, das sind die neuen Tore. Ja, die Entwickler fügen hier auch an. Ja, damit das auch möglich ist, in die eigenen Behausungen zu kommen, mit hier zum Beispiel einen Baumstamm schleppen. Das heißt, alles, was hier ein bisschen größer ist, dass das auch durchkommt, ja, nicht hier, weil das hier eben durch die Tür nicht passt, nicht hier irgendwo. Ja, hängen bleibt oder draußen stehen bleibt, wie auch immer. Nee, sag mal, das so genial ist das ja. Mir geht hier ein Ast ab. Ja, das heißt, ich gehe hier, das werdet gleich sehen. Ja, vorne dran kommt hier ein Schloss. Ich drück das E. So ein wunderbarer Sound, ja. Ja.
Ja, und das geht, wie ihr seht, ja, von innen nicht. Ja. Ja. Hier geht das von innen, weil das hier die Öffnungsseite ist. Ich kann hier also, wie ihr seht, so einspurige machen. Ja, einspurige ist auch gut, ne? So, sagen wir Standardtore oder eben so Doppeltore. Und da geht dann schon ordentlich was ab hier. Das großes Kino, ja, komme ich mir hier vor. Wie in einer echten Behausung. Das mal, das ist mal richtig schick. Ja, mir gefällt das gut. Das ist so schick. Ja, und ich sag mal, bis auf eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist das eigentlich schon wieder alles gewesen. Ja, aus hier, The Forest 0.34. Ja. Ja, wir haben hier im Flugzeug drin, in der Absturz, ja, in einem Teil, wo wir auf jeden Fall rauskommen, haben wir hier ein neues Badezimmer drin. Ja, ordentlich mit Toilettenschüssel und allem drum und dran. Und ich denke mir, Leute, wirklich, meine lieben Entwickler, das ist ein gutes Update soweit. Es ist nicht viel, aber das ist auch nicht notwendig, solange mal hier Qualität ordentlich langkommt, ja. Das ist wirklich gut. Wirklich gut, aber wozu brauchen wir jetzt hier ein Badezimmer in einem Update von 519 Megabyte? Meine Lieben, das ist nicht notwendig. Ja. Aber gut, ich gebe mich zufrieden. Ich kann mir hier einen Samen auswählen und ein riesengroßes, geniales Tor machen. Ja. Einmal ist das, und die Haie kann man töten und was weiß ich, ja. Hier, Schildkröten, die laufen sich hier hinten nicht mehr rein. Dafür möchte ich hier die Abwehrwände direkt mal fertig bauen. Und wir haben zig Tabs hier im Buch drin und was weiß ich, hereinbrechende Gebäude mit besser aussehender Knochenrüstung ohne quadratische Kästchen am Kartoffelsackrücken. Ja, plus Pfeilwechsel als Nachspeise. Flambiert mit einem Brandspeer. Jo. Und ich sag mal, für all diejenigen, die auch die Mod-API nutzen, ja, die habe ich natürlich auch mal wieder flott hier aktualisiert. Da gibt es jetzt ein kleines Ding, wo ich sag, so gut, das läuft man nicht so richtig rund, noch nicht. Ja, ich sag mal, Philipp wird da definitiv noch nachbessern. Wann, weiß man nicht. Wenn ich hier zur normalen Wand hingehe, kommt hier das T. Wer das Modul aktiviert hat, ja, für hier Gebäude entfernen, kommt bei mir ist das Taste T. Für ich mach mal hier die Wand weg, ja. Aber das geht hier bei den Toren noch nicht. Ja, das hier mal so weit vorweg. Und was in dieser Version vielleicht den einen oder anderen auch ein bisschen vielleicht irritiert, ist hier die Zeitumstellung. Ja, ihr seht, das mit Tag ist hier nicht viel. Ja, dem einen oder anderen, der das benutzt, dem wird das auf jeden Fall aufgefallen sein. In der Nacht funktioniert das nicht so schlecht. Ja, aber tagsüber ist das recht schwierig. Ja, dass du hier einen ordentlichen Start hinbekommst, das ist kein Ding, einfach ungefähr hier, ja, wo ihr denkt, das passt, ja, auf die Zeitposition, das Menü wieder zumachen und hier mit ein bisschen Mausbewegung, ja. Ihr seht das hier an den Schatten, ja, jetzt passiert gerade eben nichts, ich bewege mich und der Schatten bewegt sich mit. Mit der Maus bewege ich mich. Ja, und jetzt haben wir hier die Uhrzeit, die wir eigentlich wollen. Ja, so viel sage ich mal dazu in der aktuellen Version mit der Mod-API. Also nicht wundern, ja, bei mir gibt es immer ein bisschen mehr als nur hier. Was ist neu in The Forest? Das kennt ihr ja. Auch wenn das mal durchdrehende Möwen sind oder hier Schildkröten, die jetzt natürlich wie früher nicht mehr hinten rein gegenseitig. Aber das ist ja auch wieder ein eigenes Thema. Gut, ich sag mal. Ordentlichen Hypes und viel Spaß in der neuen Version. Das ist die Axt im Walde gewesen. Guckt auch mal vorbei zu den gesamten Patch Notes im Forum bei uns auf forum.survivetheforest.net und ich grüße mal alle, die hier wirklich ganz brav und fein lieb abonniert haben und vor allem auch immer konstruktiv hier einen Kommentar da lassen. Ja, da lassen. Oh mein Gott. Ich sag tschüss, das war die Axt im Walde. Bis zum nächsten Mal.